Cambridge. Aber Cambridge? Ist das ein G oder ein C? Wer weiß. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Medieval Resurrection. In a time long ago, there was a kingdom called Galamir. A land where the people were happy, war was unknown, the children were polite and helpful at all times. And not just when mooching for chocolate. The monarch of the realm, King Peregrine, was wise and just and, all in all, a bit of a decent chap. Fond of philosophy, literature, and pictures of kittens in bonnets. He was an enlightened ruler. But he had among his retinue an official court magician, a brilliant but unscrupulous man by the name of Zarok. Instead of confining himself to the horoscopes and balloon animals for which he was employed, Zarok began to conduct horrific experiments on the bodies of the dead. Of course, people often get quite sensitive about their deceased loved ones, so it wasn't long before the king found out and had the sorcerer banished from the land. Zarok skulked away into the wilderness and busied himself by perfecting his experiments, seething with rage and practicing his diabolically evil laugh. At last, with an army of demons at his command, he set off to bring Galamir under his foul dominion. The captain of the royal guard, Sir Daniel Fortescue, led the militia into battle against this unholy horde. Songs are sung to this day of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude, how the invaders fell before him like wheat before the scythe, and how at last, though mortally wounded, he fell upon the infernal sorcerer and destroyed him utterly. True, these songs don't have particularly catchy choruses, but people cared less about chart success in those days. And so it was that Daniel Fortescue went down in history, the hero of Galamir. And there came upon the land a time of peace, harmony, and quality wines at affordable prices. The tranquility was to last for 100 years. But then the sorcerer returned. Ja, das war die Story an sich. Zumindest die Vorgeschichte zu Medieval. Okay, Leute, wie ihr vielleicht einige wissen, habe ich hier schon Medieval 1 Let's Play. Also das ganz normale Medieval führen für die PlayStation 1. Und dieses Spiel ist ein Remake davon an sich. Habe ich noch nicht vorher gespielt. Und ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Okay, Load Game, New Game. New Game natürlich. Hui. Sollte, glaube ich, jetzt eine Cutscene kommen, soweit wie ich das gesehen habe. Jawohl, dann bin ich mal ruhig. Evernight. Der Zaun sieht auf alle Fälle schon einiges besser aus als der von der PlayStation 1, aber es ist ja verständlich. Okay, es leckt. Warum auch immer. Okay. Ich glaube, das ist aber nur während diesen Cutscenes. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Im Spiel sollte es gehen. Jetzt geht's auch wieder. Wie komisch. Okay, das ist irgendwie doof mit dem Leggen. Gut, gut, gut. Macht keinen Sinn. Ich überspringe es. The best place to go if you're looking for a dead Dan. Ja, wir gucken aber nicht nach einem toten Dan. Hallöchen, Dan. Hui. Oi, you, Fortescue. At last. Come, get up. We got things to do. Hey, hey. Easy, my friend. In my culture, we treat the guests with courtesy. Especially if they stop by for 100 years.
Who am I? My friend, you should feel honored. Usually the corpses, their skulls are filled with just the worms. Instead, you get I, Al-Zalam, glorious genie of the Sultan Prince Razim the Rival, noble protector of... You doubt me? I see it in your eye. Well, was? It's true. We genies, usually, we are trapped within the lamps. That is bad. Very oily for the skin. But far worse, let me tell you, is when evil sorcerer tricks you. Der Humor. Inside skull of cowardly knight. Oh, the smell! It is mustier than a Saracen's jockstrap. You imply that I lie. In my culture, that would earn you 50 strokes of the cut. And we are allergic to cuts. So that is a terrible punishment. But fine, if you're too busy with the being dead. Mein Gott, da würde ich aber auch ausflippen, wenn jetzt ständig einer dazwischen haue. Oh, you remember Zarok at least. Yes, that madman is back from the exile. He has mastered the dark magics, has been waking the dead, turning good men evil. He turns this land bad quicker than tub of yak's cheese next to warm radiator. Warum wird das was für schwarz? His magic, or perhaps fate. Fate gives you chance to redeem yourself, make amends for your cowardly death. Eh? Yes, yes, I was there that fateful day. I saw you hanging back, pretending to tie your bootlaces, and getting hit by first stray arrow. Ah, never believe on publicity. You just big coward, buried as big hero with poor genie still trapped inside his head. Come on, I know you are tough guy deep down. We can work with that. I will be guide. Maybe this time we truly defeat him. His men killed you. His magic cursed me. Together, we squash that creepy cockroach. Free me. Turn you into a real hero, eh? Well, well, well. He's back. Old Sir Daniel Fortescue, the hero of Gallowmere. Rendered eyeless and lifeless by the first arrow. Rendered heroic by the mists of time. It's amazing what good PR can do. Now the fickle finger of fate has given him a second chance. A chance to make good his ignoble past. A chance to defeat Zarok and live up to the legend. If I had any breath, I wouldn't be holding it. Anyway, many of my stony kind reside in Gallowmere. We may be woken with a gentle nudge, not with a kiss. Please, don't try the kissing thing. We don't have affectionate natures. Das Spiel fängt schon mal richtig gut an. Okay, wir können endlich spielen. Lass mal kurz mal zur Story. Was wir eben gesehen haben, die Cutscene hat irgendwie geleckt. Ich musste überspringen. Zarok hat halt die ganzen Bewohner von Gallowmere in Zombies verwandelt oder halt... Er kontrolliert die und hat die ganzen Toten wiederbelebt. Dabei wurde allerdings auch der gute Sir Daniel Fortescue, sein Erzrivale, wiederbelebt. Und wie ja auch hier das Vieh in unserem Kopf gesagt hat, Dan hat gar nicht Zarok getötet. Also ist gar kein Held, er ist vom ersten Pfeil in der Schlacht gestorben und er wollte nie kämpfen. An sich ist er ein Feigling gewesen. Tja, so war das. Und die Musik spinnt gerade etwas rum. Aber es geht schon. Okay, wir haben unser Schwert und können damit schlagen. Wer hätte es gedacht? Was können wir noch? Aufgeladenen Schlag machen. Eigentlich das, was man auch im ersten Spiel machen kann. Das Übliche. Es ist immer so ein Übungspart. Ich werde nochmal gucken, dass ich das mit diesen Musiklecks wegkriege. Und ich bin in die Lava gefallen. Aber es tötet uns nicht sofort. Okay, es zieht uns nur 45 Leben ab. Nicht gerade wenig, aber wenigstens tötet es uns. Tötet es uns nicht. Sag mal, bin ich echt blöde. Yay, wir haben unsere erste Lebensmaschine erhalten. Ich meine, es ist an sich genau das gleiche Spielprinzip wie Medieval 1. Also das ganz normale Medieval für die PlayStation. Nichts Neues. Ja, da würde ich mal sagen, wir gehen hier raus, oder? Aha, aha, aha. Hat der hier noch was zu sagen? So,
you're set on finding Zarok. The Master, as he likes us to call him, leaves a sulfurous green ether as he passes through the land. Seek out this whippy trail, and you may be sure you're on the right track. Ja, schön. Ah, a beautiful map of Gallowmere. This will help us get around the realm. Okay, hier ist die Karte. Kennt man ja. Was ich mir gerade frage, kann man die irgendwie angucken? Das war falsch. Das war falsch. Speichere ich halt. Nee, wartet mal. Ich speichere einfach mal. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, es geht einfach im nächsten Part weiter mit diesem wunderschönen Level, dem Graveyard. Bis zum nächsten Mal und ciao.